Diese Line ist viel zu groß für meine Nase. Du hast echt den perfekten Traum angefangen. Adi und Hanna sind gerade reingekommen und haben gesagt, sie haben richtig große News. Wir werden schwanger. Ich wusste es. Mit wem? Ich habe mir heute Morgen Tesla gekauft. Nein! Doch. Du bist jetzt einer von den anderen YouTubern, ja. Diese Douchebags, die ja nicht wissen, wie man mit Geld umgeht. Ja, genau. Oh mein Gott, du und Hanna haben zu viel gemeinsam. Aber ihr seid nicht schwanger. Doch, das vielleicht auch. Siehst du diesen Bildschirm da hinten? Ja. Kannst du mal hingehen und so tun, als wäre es ein Virtual Reality Spiel? Okay, es sieht einfach nur aus, als wärst du mit Ecstasy auf so einer Party. So ein Vater ist vorbeigegangen mit seinen Kindern. Schaut da weg. Han und ich haben gerade so Brillen bekommen, mit dem alles so krass aussieht. Das ist amazing. Als wäre man auf LSD, oder? Keine Ahnung. Vorher? Nachher! Holy shit! So muss ich Adi Totoro sehen. Weil ihn immer unter Drogen setzt, wenn er bei mir ist. Das ist Chloroform. Chloroform. Chlorophyll. Chlorophyll. Keine Ahnung, wie das heißt. Oh mein Gott, deine Frisur. I can't fucking believe. Es sieht so scheiße aus. Scheiße aus. Aber oh mein Gott. Ich glaube, so in 2 Wochen ist es perfekt, glaube ich. Du hast einfach genau 90 Grad hier drin. Du bist ein rechter Winkel. Du wärst der beste Innenarchitekt. Das beste Lineal wäre ich. Ja, Geodreieck. Weil zum Beispiel mein Schwanz ist genau 10 cm lang. Und ein rechter Winkel. Und ein rechter. Kannst du kurz mitkommen, wie es gerade aufgefallen? Ich muss ganz dringend was in meinem Zimmer nachmessen. Mhm. Ja, war gut. Du dachtest, ich muss echt das nachmessen. Ja. Er kommt einfach mit den Haaren mit, so, ja, passt. Wenn sie was messen muss, dann hätte ich gern. Lol, da ist schon wieder so ein halbnackter Typ auf TikTok, der mit einer Weihnachtshose rumtanzt. Chris, schau dir diesen Idioten an, da tanzt schon wieder irgend so ein... Du, was machst du da? Schaut nicht so aus, wie es ist. Okay. Schaut nicht so aus, wie es ist. Ach, scheiße. Es ist nicht das, was nachdem es ausschaut. Ja. Gott sei Dank bist du gut aussehen. Ciao. Nicht zu vergessen, doch ich schaff es einfach nicht. Oh mein Gott, sei das nicht. Schaut, damit ich so mal tanzt, so schwipp. Schaut, damit ich so mal tanzt, so schwipp. Lukas für seine erste Schulaufführung. Leon, welche Frage wolltest du Lukas immer schon stellen? Jetzt ist deine Chance. Was machst du morgen so? Fragst du ihn um ein Date? Nein, ich frag, was ihr morgen macht. Ja, das klingt schon sehr stark nach einem Date. Ich hab schon, Freund. Würdest du mit Leon auf ein Date gehen? Also noch. Er guckt so rüber, so willst du mit Leon, aber der guckt so rüber, ich sitze hier so. Würdest du was mit Hanna haben, wenn du hetero wärst? Ich glaube, sie wäre mal ein bisschen zu messy. Zu messy? Zu messy? In welcher Hinsicht? Ich habe noch nie ein besseres Wort gehabt für Hanna. Ja, I can't believe. Du hast Hanna in einem Wort beschrieben, sie ist mir zu messy. Du willst zur Streitstimmung aufheizen, gell? Vielleicht. Das funktioniert nicht. Ja, stimmt. Schau dir Lukas an, der ist ein Engel. Hanna hasst April-Scherze. Hanna, ja? Du hast da was im Gesicht. So auf deiner Ja, genau. April, April. Findest du das funny? Ja, eigentlich schon. Hm. Weißt du, was nur funny ist? Was machst du? Hanna? Nein, das ist meine Lieblingstasse. What the? April, April. Das ist heute von deiner Tasse. Aha. Und ist das vielleicht auch dein Lieblingskuchen? Ich habe keine Ahnung, warum Hanna immer überreagieren muss. Da macht man einen kleinen April-Scherz. April, April. Okay, weißt du was? April, April! April, April! Warum schweißt du die Lampe um, Michelle? Ich wollte auch nur Teil davon sein. Wie kann man so Psycho sein? Es brennt! April, April! April, April! Es ist März. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen. Und nicht vergessen zu abonnieren, denn es ist gratis. Man kann sich immer umentscheiden. Peace. Was? Ich schau. Du stehst mit deiner Kamera hier schauen. Das ist der nächste Shot. Übrigens, Hanna und ich haben wieder eine neue Folge vom For You Podcast aufgenommen und ihr könnt ihn jetzt anhören mit dem Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß.